Kiss Me Kate ist eine Komödie und es dreht sich um eine Theatergruppe, die durch das ganze Land reist und das Stück spielt an einem einzigen Abend. Ja, die Hauptcharaktere, da geht es um ein geschiedenes Ehepaar, Fred Graham und Lily Vanessi. Fred ist ein egomaner, eitler, wenig selbstreflektierter Theaterleiter und Schauspieler. Seine Ex-Frau, mit der er zusammenarbeitet, ist eine Hollywood-Diva, die in vielen Filmen gespielt hat und einen leichten Karriereknick hatte und deshalb gezwungen war, ans Theater zurückzugehen, um mit ihrem Ex-Mann zu arbeiten, und entdecken aber im Laufe des ersten Teils im Stück, dass sie noch Gefühle füreinander haben, sehr starke Gefühle. Das ist so eine Beziehung, sie können nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander, gestehen sich das aber gegenseitig nicht ein. Und das macht den Reiz dieser Beziehung aus. Und dann gibt es eben das große Ego des Fred, der natürlich ein Frauenheld ist und total, auch die jungen Mädels im Ensemble eben anflirtet, unter anderem eben auch mit Lois Lane. Das ist eine junge, aufstrebende Theaterschauspielerin, die gerne ein Broadway-Star werden möchte. Und an einem Abend vor einer Vorstellung, direkt vor der Vorstellung der widerspenstigen Zähmung, die diese Theatergruppe quasi aufführt, bekommt Lily einen Blumenstrauß, und zwar ihr Hochzeitsbouquet, in dem Glauben, es ist von Fred. Er hat es nicht vergessen, natürlich nicht, Schätzchen. Dann aber, vor einer bestimmten Szene, in der sie mit ihm auf der Bühne spielt, liest sie die Karte. Viel zu spät quasi und im falschen Moment, und findet heraus, dass der Strauß und die Karte gar nicht für sie bestimmt war, sondern für die junge Darstellerin. Sprecht, Petrucke, wenn euer Wort auch nicht für mich bestimmt. Guten Morgen, Kätchen. Wir sind jetzt auf der Bühne, Lilly. Und dann kommt es eben zu diesem spannenden Moment, wo Lilly und Fred, alias Petruchio und Kate auf der Bühne, dann diese private Situation auf die Bühne bringen, in die Szene bringen. Und das ist, glaube ich, für den Zuschauer sehr unterhaltsam und spannend, wie das eskaliert und wo das dann am Ende auch hinführt. Küss mich, Kätchen. Oh, kissen, 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 kissen.
am Schluss ist es dann wirklich so, dass Lilly sich doch entschließt, zu ihm zurückzukehren. Und sie singt dann einen Text, den man Lilly, sowohl Lilly als auch Kate, niemals zutrauen würde. Und zwar die totale, völlige Unterwerfung der Frau dem Mann gegenüber. Aber Lilly ganz am Schluss einen kleinen Twinkle zum Publikum macht, der das Ganze eigentlich wieder aufhebt. Das heißt, hinter der Bühne dann frei nach dem Motto, eine kluge Frau folgt ihrem Mann, wohin sie will.